Zombie Apocalypse. Hallo YouTube. So, da sind wir wieder und heute ist der 4. Dezember 2020. Wir öffnen das nächste Häuschen. Die Nummer 4. Ich habe sie schon gesucht und auch gefunden. Und ja, ihr wisst ja, ich habe mich gestern nur noch ein bisschen aufgeregt, weil meine Frau mir ja den Adventskalender macht. So, und wir haben ja schon ein Teil an ein anderes Teil gebaut, hier, ja, und ich zeige es nochmal in der, also das große Teil und das kleine Teil hier haben wir aneinander gesteckt. Und dann kam ja gestern das Teil hier. So, darf nochmal für die große, das kleine Teil kam. Und, was soll ich sagen? Ja, es war wirklich nur ein Teil. Und ich habe keine Ahnung, was in dem hier drin ist. Haben wir da auch wieder nur ein Teil? Oder haben wir da tatsächlich zwei Teile, drei Teile? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es mal mehr oder mal weniger sind. Also mal einen Teil oder mal mehr Teile. Was aber wo drin ist, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, meine Frau macht das. Und ja, gestern hätte ich sie verfluchen können. Heute habe ich sie wieder lieb, also alles gut. Sie hat sich halt nicht getraut, gestern auf den Meter ranzukommen. Sie ist kamerascheu. Lässt also auch nicht gerne Fotos von sich machen. Von daher machen wir aber heute weiter. Und zwar mit dem Haus Nummer 4. Wir machen das mal auf, das schicke Teilchen hier, und dann gucken wir mal, was denn da drin ist. Ich habe wieder so eine ganz blöde Vermutung. Das wird wahrscheinlich, also entweder ist es ein Teil oder zwei Teile. Wenn wir mal, so wie ich meine Frau kenne, kann das alles sein. Das kann einfach alles sein. Ich habe keine Ahnung. Und ja. Was soll ich euch jetzt sagen? Das ist der gleiche Spaß wie gestern. Es ist ein Teil. Da ist das gute Stück. Einmal für die Kamera. Einmal hier für die Großaufnahme. Da ist es. Ein Teil. So. Jetzt müssen wir uns das Ding mal angucken, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal in der Bauanleitung. Also wir sind bei Abschnitt 2 von 40. Also da kann jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Da kann aber auch weniger kommen. So, und so wie ich das sehe, muss dieses kleine Teilchen hier, das hier, an das große Teilchen hier. Ne? So. Aber wie? So, da gucken wir mal. Also das Teil muss jetzt mit den beiden. So. So, das muss auf jeden Fall dahin. Machen wir mal hier dran. So. Ja, aber click and easy ist das hier aber auch nicht. Das ist eher steck and easy. Würde ich jetzt mal so behaupten. So. Und dann haben wir das Teil. Das kommt jetzt wie rum? So rum. So. Okay. Jetzt haben wir schon mal den ersten Teil hier von dem Motorblock fertig, denn wir haben ja festgestellt, es ist auf jeden Fall irgendwas vorne vom Motor. So viel ist es auf jeden Fall. So, einmal haben wir jetzt hier das Teil und auf der anderen Seite haben wir das Teil mit dem Teil oben drauf, das was wir gestern gezogen haben. Was soll ich euch sagen? Das war's schon wieder. Das ist ja ein Spaß. Ich
hoffe ja, da kommen mal so 3, 4, 5 Teile, damit das Ganze dann auch mal was länger wird. Und ja, ich habe meine Frau trotzdem lieb, auch wenn sie mir hier in 2 Tagen hintereinander ein Teil gibt zum Zusammenbauen. Ne? Also meine Lieben, wir haben jetzt von dieser Bauanleitung, ja, für unseren Deutz, genau diese, nein, falsche Seite, diese beiden Schritte hier oben, also sprich den Schritt hier und den Schritt hier zusammengebaut. Da kommt noch mehr auf der ersten Seite. Das war noch nicht alles. Und wir haben hier echt noch ein bisschen was vor uns. Ne? Also. Und so wie ich das sehe, brauchen wir jetzt auch schon bald die ersten Sticker, die hier dran müssen. Ja, Mahlzeit. Das gibt ja, das wird ja einen Spaß geben. Ich freue mich. Ja, Freunde, das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Nein, eine frohe Adventszeit wünsche ich euch. Frohe Weihnachten wünsche ich euch erst am 24. Aber, wie gesagt, jeden Tag eine Folge vom Adventskalender. Wir bauen einen Deutz D30. Ja, und ich hoffe, wir werden wirklich am 24. fertig, dass ich am 24. sein kann. Da ist er! Ne? Und er ist zu Weihnachten wirklich fertig, aber ich glaube schon. Ich habe da vollstes Vertrauen in meine Frau, dass die sagt, jo, machen wir, kriegen wir hin. Ich lasse mich da mal überraschen und mal gucken, was passiert. Von daher, bleibt da dran. Schaltet ein beim nächsten Mal. Lasst das Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Aktiviert die Glocke. Ihr wisst, wie es geht. Ich muss euch das nicht erklären. Also, bis dahin. Ciao.